Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Rette die Welt. Wieder mit dabei, der Hamsterli. Hallo. So, und wir kommen zur nächsten Mission. Bauwettstreit. So, jetzt spielen. Und da kommt der 8 Monate Sub von Katja. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. 8 Monate, dankeschön. So good. So good. I got a year. So. Heute stehen sich die erbitterten Rivalen Penny und Kyle auf dem Schlachtfeld gegenüber. Tut mir leid, Penny. Ich hatte keine Ahnung, dass wir erbitterte Rivalen sind. Sind wir auch nicht. In einem Bauwettkampf, der in die Heimatbasis Geschichte eingehen wird. Der Preis? Ein mächtiges Bau-Upgrade mit dem Namen Level 2 Wende. Und wow. Der Ruf als bester Baumeister der Heimatbasis. Nach genauerer Überlegung würde ich Hopper wählen. Na schön. Dann beginnt eben der Wettbewerb um den zweiten Platz. Jetzt! Will nicht sagen, aber... Heute kehren wir an den Ort unserer erfolgreichsten überlebenden Rettung zurück. Ach ja, der Ort kam ja auch irgendwie bekannt vor. Wo Kyle und Penny sich in einem Wettkampf messen, der nur als architektonisch-baumeisterliches Feuerwerk bezeichnet werden kann. Auf die Plätze, fertig, bauen! Womit ich sagen will, dass ihr jetzt zu dem auf der Karte markierten Ort müsst. Und jetzt baut! Baut, aber wie sie das ausspricht, bauen! So, wo ist jetzt hier? Tschüss, bau mal. Warte, ich muss erstmal jetzt hier die Splitter holen. Die Splitter. So, wo noch? Da hinten, da drüben. So, flupp. Boah, was? Das hat kein Dings gegeben. Hä, wo ist denn hier noch so ein scheiß Splitter? Ich sehe den gar nicht. Der da unten ist schon wieder ein neuer. Nicht gefunden. Da unten. Oh, dieser Fallschaden. Ich bin das halt gewohnt von Battle Royale. Vielleicht wirst du ja gar nicht bei Battle Royale erschossen, sondern du stirbst, weil du runterbringst. Ich sterbe durch Fallschaden. So, hier ist irgendwo noch ein Survivor. Da oben auch noch. Hm. So. So, Survivor. Extra noch einen bauen, Mann. Mobbing. So. Das ist auf jeden Fall die glorreichste Runde. Nicht die glorreichste, sondern die glorreichste Runde. Ist noch irgendwo was.
mir gerade erzählt, dass er es dir und deinen Leuten so richtig zeigt und euch unter Flanellhemden und Halstattoos begraben wird. Hab ich jetzt alle? Was gesagt? Aha. Mit diesen Worten? Aha. Vielleicht ist er krank. Könntest du mal nach ihm sehen? Ich hab doch jetzt hier alle von dem Scheißturm, oder nicht? Oder müssen die repariert sein? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist das dein Ernst? Achso, es muss echt repariert sein. Jetzt kann ich das bauen da oben. Das ist ja ein Quark. Okay. Oder auch nicht. Guck mal, es geht nicht. Bau den Radarturm. Hä? War der hier falsch? Nee, das war ein ganzer. Sieht man nicht, ob man irgendwas falsch hat? Gute Frage. Ich kann es nicht so schnell beantworten. Also ich, bei mir so lange her, ich glaube, wenn es beschädigt ist oder wenn was falsch ist, siehst du es jetzt nicht. Das ist ja ein Scheiß. Das ist doch alles richtig. Schweine! Ja, aber was soll hier falsch sein? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Der ist 100 Pro richtig gebaut. Ganz ist er auch. Das ist ja jetzt scheiße. Also ich meine, es gibt auch nur... Aber es war doch hier ein ganzer und nicht irgendwie... Das ist ein ganzer, ja. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Ja, ja, was anderes konnte man nicht bauen und musste aus Stein gebaut werden. Das sind auf jeden Fall genau die Teile, die die haben wollten. Ah, guck mal, die Sau! Das ist... Bitch! Alter! So, Hamsterli, du baust schon. Mal zu dir. Haben wir die Karte eigentlich aufgedeckt? Ja. Ja. Guck mal hier, der hat er wieder überall liegen lassen hier. Und ich brauch's Zeug. Also haben wir es zusammen. Ich bin ja schon dabei. So, ich komme. Ich komme. Tommy, Tommy, ich komme. So, hier ist noch ein Geschenk. Das muss ich eigentlich gleich mal mitnehmen hier. Und Glow haben wir ja auch noch.
Alter, 17 Glodern. Krass. Das ist schon viel. Quatsch, ich hatte sogar noch mehr. Ich habe ja schon 5 da reingesteckt. Mach ich nochmal so ein Splitterding? Das mache ich jetzt nicht. Oder mache ich das? Brauchen wir das? Eigentlich nicht, wa? Komm, ab zur Mission. So, Hamsterli, was geht? Warum kann ich das hier gerade nicht bauen, was der noch verlangt? Warum nicht? Gute Frage. Was ist das hier? Eine Schräge. Welches Material? Holz. Ist es wurscht? Hä? Ich glaub sowieso nicht, wie das funktioniert. Mit den Pfeilen. Ich auch nicht. Warte. Hoch, runter. Also hoch, hoch, ganz runter, genau. Runter. Hä, das verraff ich auch nicht. Rafft das jemand auch von den Zuschauern? Hä, wie soll das denn funktionieren? Und vor allem, was soll das darstellen? Gute Frage. Ja, so ist klar. Hä? Ah, jetzt hat. Wie denn? Die Pfeile, du kannst die durchs Klicken anheben. Hier probiere ich das mal schnell. Und zwar ist das nicht eine Schräge, also die Treppe, sondern F4. Das Dach, und das musst du, da kannst du die Paneele anheben. Oben oder runter. Ah. Stimmt. Verstehe. Das ist auch neu für mich, das kannte ich nicht. Also gut, Penny, wie sieht's bei dir aus? Oder kennst du das? Geht's im Besten. Okay, Penny, jetzt zu deiner Vorgehensweise. Ich habe es mal mit etwas Dekonstruktivismus probiert. Wände, Böden, alle bekannten und allseits beliebten Hauselemente findest du auch hier. Nur eben für den Kampf umgesetzt. Ha, ein gewagter Ansatz. Ein gewagter Ansatz. Ja, zu zweit bauen ist cooler, da muss man nicht immer ständig alles wechseln. Hey, du wirst beschossen. So, was war das? V und dann. Gute Arbeit! Flop. Jetzt bist du an der Reihe. Platziere nach Belieben Fallen oder andere Verteidigungsanlagen und starte den Atlas, sobald du bereit bist. Jo, mach mal. Hey, nicht vor mein Gesicht. Eigentlich will ich ja da hoch. So, von wo kommen die? Von Osten und Westen. Ost und West, ja. Tja, brauchen wir jetzt irgendwas? Na, starte einfach. Starte einfach, sagt er. Ja, toll. Ich kann es nicht starten, warum nicht? Ich will noch 8 Fallen platzieren. Der Quark auch noch. Was ist denn das mit der Faust eigentlich? Kommt da so eine Faust oder was?
So, wie viel noch? Noch drei. Zwei talentierte Konstrukteure. Zwei einzigartige Bauwerke. Ein tödlicher Sturm. Wer wird gewinnen? Gute Arbeit. Leg Blue Glow in den Atlas ein. Missionskontrolle öffnen, wenn du bereit bist zu beginnen. Hier kann ich gar nicht erhöhen. Das ist genug, Blue Glow. Wahrscheinlich sind wir zu schlecht. Du schaffst es, Kommandant. Ich schau wieder Osten. Ah, schön wär's. Zurück! So, dann kommt mal her hier. Wo sind die Gegner? Ist bei dir was los? Bei mir nicht. Bewegungsboost aktiviert. Ist das von dir oder was? Nö, das ist von den Schreinern, die ich da aktiviert habe. So, 88 brauche ich noch. 87. Echt wenig. Ich hab wieder die Chili Willy Seite erwischt. Bei Hamster Leader auf der Minimap, da sieht man lauter rote. Bei mir gar nichts. Oh, gut. Was bedeutet denn der blaue Rucksack? Oder was ist denn das blaue Symbol da auf der Map? Du hast durch die Türme ein Kistenradar aktiviert. Du siehst die Kisten auf der Karte. Loot, 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 loot. So. Sehen. Freaks. Party hart bei dir. Was? Party hart bei dir. Ja. Die Schießenden nerven mich. Alter, mach ganz viel Damage da. Die Cowboys. Die Cowboys haben sie gar nicht vorgestellt. Oder habe ich das verpasst? Nö. Die wurden gar nicht. Die hatten gar kein Spotlight. Geil, ich habe gleich meine Herausforderung geschafft.
Das ist noch Glow. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Oh, wir haben alles auf Platin. Oder ist das Silber? Ah, das untere ist Silber, wa? 30 Sekunden! Das untere ist Silber, ja. Schade. Oh, 6 noch, komm. Yeah, ich hab's erfüllt. 500 Zombies getötet. Und wie verbleibt man nun? Gewonnen! So. Level 12 ist drin, los! Jawohl, easy! Sehr gut. So, jetzt Kisten. Scheitern wir wieder an der 4. Es gibt so wenig! Ah, wieder nur eine 4. Das macht nicht so viel aus. Macht halt echt gar nicht. Ab zur Heimatbasis. Kiste plündern. Öffnen. So, Helden-EP. Überlebenden-EP. Gold. Und Anhänger. Irgendwie immer das gleiche. Oh, 50 Dingsbums. Nochmal. 50 V-Bucks. Der Bauwettkampf geht. Unentschieden aus. Ich will ja nicht meckern. Sieht aber so aus, als hätte ich nach Punkten gewonnen. Es ist unentschieden. Er hat recht. Er ist unentschieden. Das war von Anfang an der Plan. So haben jetzt alle Zugriff auf Level 2 Wände. Ja, genau, das Ding habe ich auch gefunden. Die eine Kugel, die sie da aufgemacht hat. Ich glaube nicht, dass das die richtige Zeit für außerschulische Aktivitäten ist, kleiner Roboter. Ja, Lars? Wir haben ein zyklonales Sturmsystem der Kategorie 4 mit erhöhter Mutagennebelaktivität. Und, es scheint kaum noch zu bremsen zu sein. Was? Es ist der Sturmfront entkommen und zieht seither nur mehr flauschige Wolken hinter sich her. Siehst du diese Projektion? Ergibt das für dich Sinn? Oh, nein, rette einen Überlebenden. Aber Kommandant, es befinden sich Überlebende auf dem Weg des Sturms. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.